Hallöchen meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zu Pokémon Legenden Arceus. In der letzten Folge hatten wir Xantor besiegen können und es wieder beruhigen können. Nun sind wir auf dem Weg zum heute wieder. Mal sehen, was hier abgeht. Ich ahne schon, dass jetzt dem Boko wieder mal was zu sagen hat. Ja, wir müssen natürlich nach oben gehen. Da haben wir natürlich eine andere Bekannte getroffen, die wir bereits kennen. Die wir natürlich auch Diamant und Perl gesehen haben, die ja ein bisschen maßähnlich aussieht. Rosaluna, sagst du? Also können auch Pokémon, die keine Könige oder Königinnen sind, in Rage geraten? Diam und Perla habe ich zwar noch nichts gehört, aber das heißt nicht, dass wir untätig bleiben dürfen. Hinazu, ich möchte dir vielmals danken, dass du über Ursulonas Zustand informiert hast. Unser Anführer ist beschäftigter, als er aussieht. Die Wächterin von Ursulona hat mich eiskalt abgewiesen. Ihr von der Galaktik-Expedition seid die einzigen, die ich mich noch daran wenden kann. Die Wächterin von Ursulona ist Yugao, vom Perlclan, nicht wahr? Von allen Wächtern und Wächterinnen ist sie die starkköpfigste. Ich meine, sie legt großen Wert auf große Geflogenheiten. Es gibt eine neue Mission für dich, Red. Mach dich auf den roten Sumpfland und untersuche, was mit Ursulona geschehen ist. Du darfst auch offensive Druck ausüben, wenn die Situation es fordert. Als nächstes sollst du das rote Sumpfland erkunden. Die Pokémon dort sind bedrohlicher als jene im Obsidian-Grasland. Dein Weg wird dich durch eine raue Landschaft führen, über steile Täler und Küstenklippen. Mit deinem jetzigen Mitgliedsrang kannst du dich ins rote Sumpfland vorwagen. Ich habe Informationen für dich, die dir deiner Mission von Nutzen sein werden. Die Wächterin von Ursulona findest du in den Ruinen des Trostes im roten Sumpfland. Okay, das rote Sumpfland, da werden wir uns direkt einmal begeben. Das müsste jetzt dann sicherlich dann woanders bewegen. Wir müssen jetzt sowieso dann hier rausgehen, ist ja klar. Machen wir ein paar Sidequests mal an. Das wäre besser. Danke, grüßt, werter Kunde. Wäre dir es sicher angenehm, wenn ich neue Ware zur Verfügung hätte, nicht wahr? Auf jeden Fall. Wusste ich doch. Nur so, dass Tauberhuhr und seine Ware einfach nicht in großen Mengen verkaufen will. Was auch immer ich sage, nichts hat bisher geholfen. Würdest du zwischen uns vermitteln? Nimm drei Ehren Munterreis als Geschenk mit. Dann wird er sich hoffentlich wohlwollend zeigen. Ich verlasse mich auf dich. Munterreis, da müssen wir das irgendwo finden. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir ein bisschen ein paar Sidequests jetzt annehmen. Das wäre wichtiger. Siehst du wie jemand aus, der Freude am Basteln hat? Kann ich dir um etwas bitten? Hättest du Zeit, an meiner ganz besonderen Anleitung zu versuchen? Liegt mir sehr am Herzen. Und ich würde mich ungemein freuen, wenn sie jemand mal ausprobieren würde. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier hast du die Anleitung. Die Anleitung zur Herstellung einer Pokémon-Koeshi benötigt Materialien, 3 Stück Holz. Damit lässt du deine Pokémon-Koeshi herstellen. Ich wollte Hisui um ein Kunstobjekt bereichern. Ich hoffe doch sehr, dass du meine Idee verwirklichst. Ich kann es kaum erwarten, dass du mir wohl für eine herrliche Koeshi zeigen wirst. Koeshi, ich weiß nicht, wie kriegen wir den hierher?
sind sehr viele Nebenmissionen, die wir jetzt noch machen können. Echt viele Missionen hier. Ich glaube, wir werden jetzt mal direkt mal hinwandern jetzt zum nächsten Ort. Da treffen wir jemanden sogar. Und mir trifft die jetzt auch hier. Oh, Red. Du kommst wie gerufen. Das Schicksal will wohl, dass wir miteinander kämpfen. Ja, kämpfen wir mal. Ist ja besser, damit wir ein bisschen besser werden. Nach einem spannenden Kampf verstehen Pikachu und ich uns hoffentlich noch besser. Ja. Zweiter Kampf gegen Lumia. Mal sehen, ob sie besser geworden ist. Sie hat jetzt ein paar Timimi. Naja, Pantomimi hat jetzt nicht so viel ausgehalten. Pikachu kann jetzt wahrscheinlich dann das Blatt wenden. Wer weiß. Zweimal angreifen, oha. Aber das hat jetzt leider das ist einen Rest gegeben. Verbrennung. Kampfende. Wenn Pokémon andere Attacken einsetzen, komme ich aus dem Staunen nicht mehr raus. Na bitte. Noch eine neue Attacke gemeistert. Oh je. Jetzt ist Pikachu sicher sauer auf mich. Danke für den Kampf. Nimm diese Anleitung. Leichsprays. Also sehr Art wie Schutz, glaube ich. Weißt du, ich untersuche gerade die Verzerrungen des Raumzeitgefüges. Hast du schon davon gehört? Sie sollen in letzter Zeit an verschiedenen Orten auftreten. In diesen Verzerrungen gibt es tolle Items zu finden, aber auch viele starke Pokémon. Pass gut auf, dass du dich, falls du dich hineinbegibst. Also dann, Niki, gehen wir zum Sumpfland-Basis. Let's go. Sumpflandbasis, aber wo liegt das denn genau? Ah, es geht dort lang oder wie oder was? Die Missionsliste. Wir wollen jetzt mal die Hauptmission machen. Das hat höchste Priorität. Bin nur gewundert, warum es jetzt nicht funktioniert hat. Ist dein Pokémon neue Attacken bei? Es ist wichtig, regelmäßig nach seinen Pokémon zu sehen. Ja. Und immer regelmäßig machen. Ja, diesmal geht es jetzt ganz weit hin. Und zwar zu Hinatsu. In der Zwickmühle. Dann gehen wir mal dorthin. Da können wir jetzt mal wahrscheinlich bessere Pokémon dann fangen. Wir müssen sowieso jetzt mehr Pokémon fangen, damit wir dann weiter vorankommen. Im Sumpfgebiet. Rotes Sumpfland. Das hier ist das rote Sumpfland. Hier gibt es unter anderem Pokémon, die Gift einsetzen. Ich habe von deiner Mission bereits gehört. Den Ruinen des Trostes geht es da lang. Niemand weiß, wann und wo die Verzerrungen des Raumzeitgefüges auftreten. Ich werde zunächst einmal im Sumpfland danach Ausschau halten. Es wäre schön, wenn man sie einfach auf der Karte sehen könnte. Verzerrungen des Raumzeitgefüges sind gefährliche Orte, an denen mächtige Pokémon lauern. Wenn du aber mutig genug bist, sie zu betreten, kannst du dort auf seltene Pokémon oder sogar Items zustoßen. Dann widmet euch gleich mal voll und ganz der Pokémon-Forschung, ihr zwei. Aber passt auf, dass ihr euch nicht übernimmt. Falls euch die wilden Pokémon zu stark sind, sucht vielleicht mal den Übungsplatz auf. Dort kann Baila dafür sorgen, dass eure Pokémon starke Attacken erlernen.
Okay, dann können wir den Pokémon hier wechseln und dann brauchen wir nicht mehr direkt reingeraten. Mal sehen, vielleicht finden wir noch ein paar Pokémon hier. Knospi. Haben wir noch ein weiteres Pokémon gefangen. Ganz Glanzstein. Okay. Da haben wir schon bereits ein Knospi. Enton. Items mehr frei oder was? Ja, die Tasche ist wieder voll. Crap. Enton, ich will jetzt keinen Stress mit dir haben. Ganz chill. Deshalb bin ich nicht hinter dir her. Also ein Venusaur bist. Ich will das mal ein bisschen schwächen und dann fangen. Gut. Bei mir ist es nicht so hoch gelevelt. Brauchen wir sowieso jetzt in unserem Pokédex-Eintrag auch. Bingo! Geschafft. Großes Exemplar haben wir gefangen. Es war ein großes. Sehr nice. Jetzt haben wir mal gut gelevelt, mindestens für den Kampf. Okay, das ist ein ganz kleines Parasek. Machen wir es auch mal platt. Level 26, das ist immer eine sehr gute Sache, dann zu leveln. Ich glaube, besser, wir werden jetzt mal mit stärkeren Pokémon jetzt mal kurz kämpfen. Da werden wir definitiv besser. Dann haben wir noch eine Chance gegen Ursaluna später. Ja, die haben einen Ferkerfeuer gemacht. Ich weiß selbst, wer das sein könnte, gewesen sein könnte. Der Eisenbrocken nehmen wir mit und Schwarzlandstein. Da ist ein blauer Stein auch hier. Ja, es wird immer interessanter hier. Dort hoch, ja. Tatsache. Das ist auch noch sich zu heilen, hä?
erklingt. Manche sind Entern ziemlich friedlebend, aber egal. Das ist jetzt nicht mehr das normale Pokémon mehr, sondern jetzt eher mehr ein Open-World-Pokémon-Game. Oh shit, Pikachu. So. Warum höre ich hier Bossmusik? Also wahrscheinlich nur diese Musik hier. Die mal im Sumpfgebiet abspielt, anscheinend. Ja, Hittiget. Luftschnitt. Let's go. Okay, die Eisenbrocken können wir mitnehmen. Marumbeere müssen wir dann eh verschwenden. Aber ich glaube, wir können jetzt mal mehr Pokébälle herstellen. Das wäre wichtiger jetzt, damit wir mehr Platz haben. Zuglandstein, ja genau, das müssen wir auch herstellen. Ja, Zuglandstein finde ich ja irgendwo. Ich glaube, es war hier in dieser Gegend, irgendwo in der Nähe. Wir waren jetzt etwas zu weit runtergegangen. Beschleunigen wir uns mal schnell. So. Wollen wir ein paar Aprikokos mitnehmen? Rundblätter, ja genau. Habe ich auf jeden Fall. Ein paar Missions haben wir jetzt bereits erledigt. Ich glaube, wir werden jetzt mal kurz trainieren. Man weiß ja nie, wie stark jetzt dann die Gegner sein werden dann in Zukunft. Weil Usaluna wird definitiv schon so ein Hardcore-Viech sein für uns. Leistungssand, das habe ich ja fast vergessen. Ja, ich glaube, wir werden jetzt mal wieder Bälle herstellen. Merling.
was das hier ist. Und da gibt es noch mehr von diesen Sümpfen. Oha, ist schon richtig groß hier. Oh Mann. So weit war ich ja schon lange Zeit nicht mehr gewesen. Nur ich war nur bis zum den Kampf gegen Axantor. Der Rest ist jetzt komplett blind. Ich versuche jetzt irgendwie ganz gechillt durchzugehen. Wie lange das Projekt sein wird, weiß ich derzeit noch nicht. Oh. Ganz ruhig, ich wollte dich nicht wehtun. Halte bloß von mir vom Bleib, Anton. Verdammt! Willst du also kämpfen, hä? Huh? Bring it on! Muss mich doch noch anzugreifen frontal, ne? Du Ratte! Ach nee! Trotz Schlaf kann ich trotzdem angreifen, das ergibt fast keinen Sinn. Das ist aus der Logik. No joke. Das ist wirklich aus der Logik. Flohbeere. Blueberry war auch jetzt einmal die Rede gewesen, dass man auch mitnehmen muss. Die nächste Sidequest. Rundblätter haben wir hier. Oha, das sind ja ziemlich starke Gegner hier. Tangulos sieht jetzt nicht ganz schön freundlich aus hier oben, hier vorne. Oha, das ist ein Elite-Pokémon. Nein, danke. Nope. 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 Da will ich jetzt nicht, einmischen in diesem Kampf. Oh mein Gott. Das Speed, das Speedy-Fass schon so stark geworden ist, das ist mir schon ein Wunder. Junge, Junge. Aber ich glaube, es wäre besser, wir dann jetzt mal kurz trainieren, das ist das Wichtigste jetzt. So. So ein Schwerball. Ja, einen Zirpeis habe ich nie gefangen. Habe ich auch gedacht. Einen Schlitz haben wir jetzt einmal gelernt. Das ist super. Ja, wie sieht es im Pokédex jetzt aus? Wir haben jetzt schon 21 Aufgaben, schon richtig viel.
Trotzdem fehlen uns noch einige Dinge, die wir noch erledigen müssen. Minen des Trostes, das müsste jetzt wohl sein. Gut. Wir mal alles vorbereiten. Ich bin sicher, dass jetzt da jetzt ein heftiger Kampf passieren wird. Mal sehen, ob es noch eine Sequenz gibt. Ja, wer bist du denn? Mein Name ist Yung Gao. Ich bin eine Wächterin des Perlclans. Oh, sehe ich richtig? Du trägst eine Elysienflöte bei dir. Bist du etwa jener Mensch, der aus dem Riss der Raum- und Zeitgefüge gefallen kam? Das bin ich. Ist das also? Ich habe bereits von dir gehört. Du hast das unverwüstende Axanthor beruhigt. Damit hast du sicherlich einigen Menschen geholfen, doch ich frage mich, ob es nicht eine andere Methode gegeben hätte. Letztendlich hast du es doch einfach mit Gewalt zum Schweigen gebracht. Liege ich da etwa falsch? Zudem läufst du hier herum, fängst wie verrückt Pokémon in diesen kleinen Wellen. Deswegen werde ich die Galaktik-Expedition niemals um Hilfe bitten und den Diamantclan genauso wenig. Dieses Mädchen Hinatsu hatte uns zwar Hilfe angeboten, aber wo kämen wir denn hin, wenn wir mit dem Diamantclan gemeinsame Sache machten? Nun geh, ich bin meistens beschäftigt. Okay. Red, sei doch nicht so gütig und kämpfe gegen mich. Ich will die Stärke sehen, mit der du einen König besänftigen konntest. Ach, gerne doch. Von mir aus, ein Training schadet ja nie. Vielleicht bekomme ich durch deinen Kampf mit dir ja eine Kostprobe der Stärke eines Königs. Ja, Volo kämpft wieder gegen uns. Diesmal zum zweiten Mal. Jetzt schnell Feuer am Hintern. Aber Togepi scheint wohl eher sein Signature-Pokémon zu sein. Feuerst. Kamalat, okay. Eieieiei. Mal Tempo, Technik. Machen wir weiter Tempo, Technik. Solange sie jetzt noch nicht Tränke einsetzen, Wunder. Ja, natürlich. Ist ja natürlich ein R. So, geschafft. Sieg. Oho, deine Anweisungen waren hervorragend. Das hat wirklich Spaß gemacht. Deine Stärke ist wahrlich beeindruckend. Nun denn, lass mich deine Pokémon heilen. Das ist ja nett von dir. Jetzt weiß ich, dass ich die Suche nach dem Fragment der Steinplatte, das Yugao gestohlen wurde, besser dir überlasse. Gestohlen? Ganz genau. Es wurde ein Fragment dieser Steinplatte dort aus den Ruinen des Trostes entwendet. Sind dir noch deine Gerüchte über die drei Banditenschwestern zu Ohren gekommen?
Auch uns von der Ginkgo-Gilde haben sie schon öfters überfallen. Das ist nicht gerade förderlich fürs Geschäft. Yungao will dieses wertvolle Plattenfragment auf eigene Faust zurückbekommen. Aber mit einem Alter von 99 Jahren ist das leichter gesagt als getan. 99 ist sie schon? Junge, Junge. Sie so fit noch ist. Was sagst du, Red? Willst du das Plattenfragment für Yungao zurückbringen? Ich helfe dir natürlich dabei. Denn wir von der Gilde lassen es uns keineswegs gefallen, dass man unsere Ware entwendet. Außerdem kann ich ihnen aus Prinzip nicht verzeihen, dass sie mutwillige Ruinen zerstören. Mir fällt gerade ein, dass ich in der Nähe der Sumpflandbasis die Überreste einer Feuerstelle gefunden habe. Ja, wir haben das auch gesehen. Einige Minuten zuvor. Vielleicht könnte das ein Hinweis sein. Müssen wir dann direkt hier runtergehen zu diesem Feuerstelle. Links ausweichen und nach rechts ausweichen. Wenn ein wildes Pokémon dich in seinen Abwehr vertreiben will, musst du immer auf Zack sein und rechtzeitig ausweichen. Dann kann ich nämlich keinerlei Attacke treffen. Ja, weißt du, wissen wir. So, ich glaube, wir gehen jetzt mal direkt zum Ruine des Trostes. Wenn wir mal unsere Pokémon jetzt mal anschauen, was wir machen können jetzt. Zehn Pilze durch auch mal weg, das wäre wirklich wichtiger. So. Das steht nochmal jetzt mal schön sortieren. Ich glaube, wir können dann bald jetzt mal auf der Level jetzt mal reden. Wir haben drei verschiedene Pokémon gefangen. Müsste jetzt ein bisschen den Rang etwas erhöhen, glaube ich. Ich bin nicht ganz sicher. Well, let's see. Du scheinst mit deiner Forschung ja gut voranzukommen. Lass mich mal sehen. Faszinierend. Ich werde ein Pokédex mit diesen Informationen aktualisieren. Es reicht noch nicht ganz für den drei Sachen aus. Forschung nochmal weiter fortsetzen. Gut, Leute. Im nächsten Part gehen wir dann direkt hier zum Lagerfeuer. Vielleicht finden wir mal diese Diebesbande, die natürlich die Tafel gestohlen haben. Also, falls euch der Part gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bei Red Pocketendo. Ciao!